weißt ja bekanntlich, dass ich ein großer Fan von dir bin. Nicht nur als Hofnarr, als Vizepräsident, als närrischer Clown. Ach, eigentlich alles, was du machst, ist grandios. Du hast zu sagen, er wurde nicht dafür bezahlt, um das zu sagen. Das stimmt. Aber man kann sich auch so sich überzeugen lassen. Wie gehst du so eine Bit an, bis sie überhaupt fertig auf dem Papier geschrieben und getextet ist? Da muss man dazu sagen, dass ich die Bitte nicht alleine mache. Die Bitte mache ich zusammen mit dem Manfred Müller. Der hat früher hier in Rammstein hat er den deutschen Michel gemacht in den 90er Jahren. Und als er aufgehört hat, hat man gefragt, ob ich weitermachen möchte. Und er hat nachgefragt, ob ich dann praktisch bereit wäre, da einzuspringen. Und er würde sich dann auch mir als Trainer zur Verfügung stellen. Und das klappt jetzt schon seit 22 Jahren, mache ich das mit ihm zusammen, also von der ersten Bütt. Hat ja keiner geahnt, dass das so lange geht. Bis jetzt ist der Manfred fast bei allen meinen Auftritten dabei, begleitet mich, ist also praktisch mein Fahrer, mein Trainer, mein Mentor, mein Schreiber, also alles, was man machen will, mein Aufbauer, mein Schulterklopfer, also egal was, weil es ist immer ganz faszinierend, wenn man so eine Bitte macht. Gibt es ein Publikum, das hebt einem in den Himmel, dann braucht man jemanden, der einem auf wieder runterholt und dieselbe Rede hält man am selben Abend wo ganz anders und dann braucht man jemanden, der einem unter die Arme greift und sagt, ja, so schlimm war es jetzt auch nicht. Und da bin ich froh, dass ich den Manfred gefunden habe, weil wir uns auch menschlich sehr gut verstehen und in diesen 22 Jahren müssen wir heute noch einmal Krach bekommen. Das ist also wirklich toll. Du wurdest auch ausgezeichnet und zwar mit dem Philipsburger Preis. Was ist das überhaupt für ein Preis? Erklär uns das mal. Der Philipsburger Preis, der wird ausgeliehen an Persönlichkeiten, die sich um die Fasnacht verdient gemacht haben und wird jährlich einmal an eine Person aus, pro Jahr an eine Person ausgegeben. Dazu ist eine 30 cm große Holzschnitzfigur, die also ein Unikat und eine Urkunde bekommt man. Man wurde da eingeladen. Dann durfte man sich in das Goldene Buch von Philipsburg eintragen. Am Anfang wurde ein Empfang gemacht, wo man sich eben in dieses Buch eingetragen hat. Man wurde dem Verein vorgestellt und dann abends wurde nochmal ein Galaabend gemacht, wo eine Laudatio über einen gehalten wurde und eben die Leute, die aufgetreten sind, einem beglückwünscht haben. Das war eine sehr schöne Geste, hat mich auch sehr gefreut. Zum Beispiel der närrische Gottesdienst oder auch das Treffen mit den Menschen im Krankenhaus. Erzähl doch mal ein bisschen davon. Also das Treffen im Krankenhaus, finde ich, ist eins von den wichtigsten Sachen, die wir als Karnevalverein machen, weil wenn es einem gut geht, wenn man Spaß am Leben hat, dann sollte man das auch mit anderen teilen, denen es vielleicht im Moment nicht so gut geht. Und die Bruchkatzen gehen schon seit Jahrzehnten, gehen die nach Landstuhl ins Krankenhaus, immer am Fasnachtssamstag. Da nehmen wir immer unsere Prinzessin mit, also das Schönste, was wir zu bieten haben. Und nehmen dann natürlich unsere Tabletten mit. Da sind ein gefüllter und ein ungefüllter Berliner für die Kranken und überreichen jedem, der an dem Fasnachtssamstag in Landstuhl im Krankenhaus liegt, einmal unsere Tabletten und wünschen ihm dann eine schnelle Genesung, sodass er beim nächsten Jahr, bei der nächsten Kampagne mit am Start stehen kann und kann uns beim Fasnachtsumzug in Rammstein zuwinken. Was für ein Gefühl ist es denn für dich, live im Fernsehen vor so einem Publikum die Bütt abzuhalten? Am Anfang ist man immer sehr nervös, weil das ja eine Live-Sendung ist. Man weiß, dass mehrere Tausend, also Leute zuschauen. Und man ist dann immer froh, wenn es rum ist und es hat einigermaßen gut funktioniert. Man ist nicht großartig hängen geblieben, man hat keine großen Hassblattrennen gehabt. Dann ist man am Anfang immer sehr angespannt und am Ende immer sehr erleichtert und froh, dabei gewesen zu sein. Weil auch das Fernsehteam vom SWR, das muss man hier auch mal lobend erwähnen, eigentlich auch sehr herzlich ist und man freut sich immer wieder, die Gesichter wieder zu sehen. Ist es denn manchmal anstrengend, immer und immer närrisch zu sein, auch wenn es mal in die späte Nacht hineingeht? Ja, natürlich, das zehrt schon an der Kondition. Also wenn man alleine an Rammstein denkt, wir sind ja bekannt für unsere Marathonsitzungen, 6 Stunden und mehr, das ist schon anstrengend. Und wenn man 6 Stunden am Stück auf der Bühne sitzt, dann fällt einem das Lächeln ab und zu mal doch etwas schwerer.
weil wir sind ja keine Vollprofis, wir machen das ja alles noch nebenher. Wir haben ja noch, findet meistens am Wochenende statt. Unter der Woche arbeiten wir alle. Die meisten haben dann auch noch Familie. Das sind ja alles Verpflichtungen, die einem dann auch mit zunehmendem Alter in den Knochen stecken. Ja, ja, also, ihr habt es gehört, es macht viel Spaß, aber es kann dann auch irgendwann mal ein bisschen viel werden. Aber was nicht so viel ist, wenn wir uns das einfach nochmal anschauen, die schönsten Momente von Andreas Franz als Hofnarr, Vizepräsident und ja, vieles, vieles mehr. Viel Spaß. Lebt auf dieser schönen Welt mitunter ganz famos. Sofern man hat das nötige Geld, ist überall was los. Und wenn du klagst, mein lieber Freund, wo es am schönsten sei, da singt der ganze Chor vereint im Rhythmus 1, 2, 3.